In diesem Video geht es um die Aktivierung von Triggerpunkten im Opponens pollicis. Das ist ein sehr kleiner Muskel im Bereich eures Daumens, der beim Vorhandensein von aktiven Triggerpunkten Schmerzen eben genau in diesem Bereich, im Bereich des Daumens auslösen kann. Ich möchte euch in diesem Video erklären, anhand eines anatomischen Modells, wo dieser Muskel liegt. Dann möchte ich euch kurz zeigen, welche Funktionen dieser Muskel besitzt, damit ihr dann verstehen könnt, warum bestimmte Bewegungen diesen Muskel überlasten können und dann in der Folge zur Aktivierung von Triggerpunkten führen können, die dann gegebenenfalls eben Schmerzen hier im Bereich des Daumens hervorrufen. Gut, bevor wir dann mit der Anatomie des Muskels starten, möchte ich noch ganz kurz ein bisschen Werbung für meine Newsletter machen und dann soll es auch schon sofort weitergehen. Wenn du gerade erst begonnen hast, dich mit dem Thema Triggerpunkte auseinanderzusetzen, dann kann es sehr gut sein, dass viele, viele Fragezeichen in deinem Kopf umherschwirren. Jedenfalls ist es so, dass mich sehr viele Fragen zu diesem Thema erreichen. Dinge wie: Wie häufig soll ich mich massieren? Wie intensiv soll ich mich massieren? Wie lange soll ich mich massieren? Mit welchen Massagetechniken soll ich mich massieren? Und was soll ich tun, wenn es nach der Massage mal mehr weh tut? Habe ich hier was falsch gemacht? Wie verhalte ich mich hier? Und auch zu dem Thema Dehnen werden mir sehr viele Fragen gestellt. Dinge wie: Wie häufig soll ich mich dehnen? Wie intensiv soll ich mich dehnen? Wie lange soll ich mich dehnen? Bringt Dehnen überhaupt etwas? Weil manchen Leuten bringt es akut erstmal nichts und es verschlimmert ihre Schmerzen. Und hier stellt sich dann berechtigterweise die Frage, wann soll ich mich nicht dehnen? Denn das ist tatsächlich manchmal der Fall. All diese Fragen habe ich zusammengepackt und in einem kleinen Kurs beantwortet. Und den erhaltet ihr, wenn ihr euch für meinen Newsletter anmeldet. Dieser Kurs heißt Triggerpunkte und Faszien einmal eins. Und die Anmeldung zum Newsletter findet ihr hier direkt unter dem Video. Hier sehen wir den Opponens pollicis am anatomischen Modell und können sehen, dass er hier eben im Bereich des Daumens liegt. Und genauer können wir sagen, dass er hier vom Os Trapezium zum Os Metacarpale 1 führt, also hier zum Mittelhandknochen des Daumens, ganz einfach ausgedrückt. Die Funktion des Muskels ist eine Oppositionsbewegung. Das bedeutet, der Muskel ermöglicht es uns, den Daumen zu den anderen Fingern hinzubewegen. Wie das aussieht und warum das wichtig ist, das möchte ich euch jetzt erklären. Eine Oppositionsbewegung ist also zum Beispiel so etwas hier, ja, wenn wir den Daumen hier zu den Fingern, vor allem zum kleinen und zum Ringfinger rüberführen. Und diese Bewegung brauchen wir jetzt im Alltag relativ selten. Aber wenn wir zum Beispiel stricken oder häkeln, wenn wir feine Handarbeit machen, dann brauchen wir hier oft diese Oppositionsbewegungen. Ja, oder im Sport, wenn wir klettern oder wenn wir starkes Unterarm- und Fingerkrafttraining machen im Fitnesssport, dann brauchen wir diese Bewegungen. Ja, das bedeutet, diese Muskulatur der Opponens pollicis wird eigentlich nur überlastet, wenn wir hiervon zu viel machen. Also das bedeutet, vielleicht zu viel stricken, zu viel häkeln, an diese Belastungen nicht gewöhnt sind, dann kann das Triggerpunkte aktivieren und im Sport genau das Gleiche. Wenn wir zum Beispiel sehr viel klettern und viele Zangen festhalten müssen, kann das zur Überlastung des Muskels führen, wenn wir daran nicht gewöhnt sind, wenn wir keinen Ausgleich schaffen durch Massagen und Dehnen, wenn wir dem Muskel nicht genug Zeit geben, sich an die Belastungen anzupassen etc. pp. Oder im Fitnessbereich zum Beispiel, wenn man die Unterarme trainieren möchte mit solchen Zangengriffen. Und hier das Gleiche, wenn man nicht genug Ausgleich schafft, wenn man nicht genug Zeit lässt, sich an die Belastungen zu gewöhnen und so weiter und so fort, dann kann das hier Triggerpunkte aktivieren und in diesem Fall eben im Opponens pollicis. Was könnt ihr tun, wenn ihr vermutet, dass ihr hier Triggerpunkte habt in diesem Muskel? Dann schaut ihr auf meine Website, auf die eigene Seite des Opponens pollicis. Den Link findet ihr unter dem Video.
nur für den Fall, dass ihr euch noch nicht auf meiner Seite befindet, sondern auf YouTube. Und da zeige ich dann im Kapitel 5. und 6., wie ihr diesen Muskel selbst spüren könnt und beschreibe dann auch anhand von Text und von Bildern, wie ihr diesen Muskel selber massieren könnt und dann somit Triggerpunkte deaktivieren könnt, was meiner Erfahrung nach sehr schön möglich ist. Gut, dann war es das auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.